Dresden. Hallo! Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Guten Abend, Dresden! Ich freue mich, wieder hier zu sein. Im vergangenen Winter sprach ich einige Male hier in Dresden, zuletzt im April, in der Flutrinne, als auch Geert Wilders aus Holland zu Besuch war. Darüber, wie sich die Lage seither entwickelt hat, müssen wir kein weiteres Wort verlieren. Jeder weiß Bescheid, kennt die Zahlen und blickt entsetzt auf eine Politik, die gegen unser Volk und gegen die anderen Völker Europas gerichtet ist. Diese von Berlin, von der Bundesregierung verantwortete Politik richtet sich direkt gegen unser Volk. Und es ist atemberaubend, wie rasch und gründlich unsere Regierung dafür sorgen möchte, dass sich dieses Volk nicht mehr wiedererkennt. Angela Merkel, Joachim Gauck und die anderen politisch Verantwortlichen haben aus Deutschland eine Saugglocke gemacht. Dieser Sog zieht nicht nur die tatsächlich in eine Not geratenen an, quer durch Europa, sondern vor allem unzählige Goldgräber, die eines wissen: Um den Schatz zu heben, bedarf es in Deutschland keiner Hacke und keiner Schaufel mehr. Es genügt zu wissen, wo sich das nächste Sozialamt befindet. Ich bin der politischen Führung unseres Landes im Grunde dankbar dafür, dass sie nun so rücksichtslos und offen die Auflösung unserer Rechtsordnung und die Überfremdung auch der jüngeren Bundesländer betreibt. Dieser Vorgang lief im Westen jahrzehntelang wie ein schleichendes Fieber ab. Und nun endlich tritt diese elende Mischung aus innerer Schwäche und äußerer Bedrohung offen zutage. Es ist gut, dass es jetzt kracht. Lieber als dieses schleichende Fieber. Gut, dass es jetzt kracht. Lieber als dieses schleichende Fieber ist uns die offene Fleischwunde. Nur so fährt diesem Land der Schreck in die Knochen. Die erste Schockstarre ist nun überwunden. Die Katastrophe ist in ihrer epochalen Dimension sichtbar. Unser Land gerät in Unruhe und bald vielleicht in Aufruhr. Und es ist nicht nur unser Recht, sondern mittlerweile wohl sogar unsere Pflicht, gegen das Versagen unseres Staates und gegen die Auflösung unseres Volkes Widerstand zu leisten. Wie muss dieser Widerstand aussehen? Drei Punkte. Widerstandsform 1 ist die Demonstration. In der vergangenen Woche wurde demonstriert. Am Montag in Dresden mit über 15.000 Spaziergängern. Da seid ihr hier, unübertroffen! Am Mittwoch in Erfurt mit 8.000 Teilnehmern. Dort ist es übermorgen wieder soweit. In Leipzig mit 1.000 Leuten. Dann gestern in Sebnitz mit der Idee der lebenden Grenze und 3.000 Teilnehmern. In Plauen mit 5.000 Demonstranten. Und in Görlitz mit über 1.000 Teilnehmern. Und heute ist wieder Dresden dran. Zuverlässig fünfstellig und vielleicht sogar mit einer 2 ganz vorn.
Ich bin mir sicher, dass aus dem Westen heute wieder hunderte Gäste zum ersten Mal mit dabei sind. Herzlich willkommen in der Hauptstadt des Widerstands. Gäste aus dem Westen, nehmt viel Kraft und Zuversicht mit nach Hause in eure Widerstandsprovinznester, nach Frankfurt, nach Köln, nach Hamburg und Mannheim, nach Essen und Bonn. Und nun keine Prognose, aber ich bin mir sicher, dass wir noch in diesem Jahr mit 100.000 Teilnehmern auf der Straße sind. Wenn nicht hier in Dresden, wenn nicht hier in Dresden, dann vielleicht in Berlin. Wir fahren nach Berlin! 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 Widerstandsform Nummer 2, die Grenzsicherung. Seit heute früh gibt es Informationen zu einer neuen internen Prognose der Bundesbehörden. Man rechnet allein in diesem Jahr mit 1,5 Millionen Einwanderern. Davon dürften rund 3/4 junge Männer sein, rund die Hälfte Moslems, mehr als ein Drittel nicht registriert und ein erheblicher Prozentsatz davon taucht unter. Kommt also entweder nie in der vorgesehenen Aufnahmestelle an oder verschwindet von dort wieder. Jede einzelne dieser Zahlen belegt das Versagen unseres Staates. Jede einzelne dieser Zahlen belegt, dass an den Grenzen unseres Staates und in seinem Innern die Grundsätze der Staatlichkeit nicht mehr gelten. Wir sollten in Fragen der großen Politik, der Staatspolitik und der Rechtsordnung stets vorsichtig argumentieren und nichts dramatisieren. Aber dramatisieren wir, wenn wir sagen, dieser Staat ist nicht mehr in der Lage, seine Grenze zu sichern. Dieser Staat ist nicht mehr in der Lage, Recht und Ordnung durchzusetzen. Und wenn er dazu doch noch in der Lage wäre, dann will er offensichtlich seine Pflicht nicht mehr tun. Gleich viel, ob er nicht mehr kann oder ob er nicht mehr will, er muss, das fordern wir von ihm. Das ist das Minimum. Und es ist nicht nur aus meiner Sicht legitim, dem Staat bei dieser Aufgabe auf die Sprünge zu helfen. Gestern waren in Sebnitz 3000 Leute versammelt, um eine lebendige Grenze zu bilden. Lutz Bachmann und Tatjana Festerling waren auch dort. Und solche symbolischen Aktionen sind ein erster Schritt. In Österreich setzt die dortige identitäre Bewegung zwei Projekte um, die bereits weit weniger symbolisch sind. Mit der Aktion Werde Grenzhelfer ruft sie die handwerklich begabten Landsleute dazu auf, überall mit dem Bau von Grenzzäunen zu beginnen. Mit dem Bau von Grenzzäunen auf eigene Faust und mit dem Bewusstsein, dadurch mindestens eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Ebenfalls ordnungswidrig ist ganz sicher die zweite Aktion der Österreicher. Mit 30 Aktivisten hat die Gruppe einen Grenzübergang vorübergehend gesperrt, 2 Stunden lang immerhin. Können wir das nicht auch? Grenzübergänge sperren, um die illegale Masseneinwanderung zu verhindern. Die Frage lautet: Zu welcher Ordnungswidrigkeit sind wir bereit,
wenn es um die Verteidigung unserer Rechtsordnung und um die Verteidigung fundamentaler Prinzipien unserer Staatlichkeit geht. In diesem Zusammenhang gehört auch die dritte Widerstandsform, die Blockade. Wir können die Blockade als Form des zivilen Ungehorsams derzeit im Dresdner Stadtteil Übigau und im Chemnitzer Stadtteil und im Chemnitzer Stadtteil Einsiedel beobachten. In beiden Fällen blockieren die Anwohner die Zufahrtswege zu den geplanten Asylunterkünften. Es stellt sich hierbei dieselbe Frage wie bei den Grenzsperrungen. Wie weit dürfen wir gehen, wenn wir verhindern, was der Staat gar nicht hätte zulassen dürfen? Inwiefern sind wir ermächtigt, dem Staat Beine zu machen? Ich kann diese Frage nicht als Jurist beantworten, sondern nur entlang eines Rechtsempfindens, das mir mein gesunder Menschenverstand nahelegt. Es gibt Zeiten, in denen es legitim ist, jenseits geltender Gesetze zu handeln. Und zwar dann, wenn die Rechtsordnung an sich aus den Fugen gerät. Dass dies der Fall ist und ich bin bereit, zivilen Ungehorsam zu leisten. Ich halte es für notwendig, im Sinne der Staatsidee gegen die konkrete Staatswirklichkeit zu handeln. Ich will, um diese schwierige Entscheidung zu verdeutlichen, eine kurze Geschichte erzählen. Sie stammt von dem Kinder- und Jugendbuchautor Michael Ende. Jeder kennt seine Bücher. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, oder Momo, oder sein berühmtestes, die unendliche Geschichte. Dass Michael Ende aber auch kurze Geschichten für Erwachsene geschrieben hat, ist ziemlich unbekannt geblieben. Eine davon erzähle ich nun. Sie handelt von einem jungen Mann, der nach einer langen Vorbereitungszeit vor seiner letzten Prüfung steht. Er weiß nicht, was das für eine Aufgabe sein wird. Er weiß nicht, auf welche Weise er sie zu lösen hat. Er weiß nur, dass er die Aufgabe bis zum Abend erledigt haben muss. Und dass er dann in die Freiheit und in das Glück verabschiedet werden wird. Unruhig schläft er in den entscheidenden Prüfungstag hinein, steht früh auf und tritt hinaus auf die Straße, bekleidet nur mit einem langen Fischernetz. Er geht durch die Stadt, weiß nicht genau wohin und dann bemerkt er, dass sein Fischernetz schwerer wird. Denn die Leute werfen aus ihren Häusern allerlei Zeug hinein. Und immer, wenn der junge Mann fragend seinen Kopf hebt, bekommt er zu hören, wenn dies einer schafft, dann du. Und er begreift seine Aufgabe, das Netz mit dem ganzen Schrott durch die Straßen zu schleifen, bis zum Abend. Dann ist der Abend da und schweißüberströmt sieht der junge Mann, wie weit entfernt die anderen Prüflinge ausgezeichnet und in die Freiheit entlassen werden. Nur ihn hat man anscheinend vergessen. Und plötzlich wird ihm klar, seine Aufgabe wäre gewesen, dieses Netz mit dem hemmenden Schrott abzuwerfen und frei davon, das Richtige zu tun. Muss ich den Vergleich zu unserer Situation noch ziehen? Werft das Netz ab! Wir müssen frei sein für das Richtige! Drei Fragen dazu. Sind wir bereit, zivilen Ungehorsam zu leisten, um die Idee unseres Staates zu schützen? Sind wir bereit, auf friedliche Weise gegen die kleine Ordnung zu handeln, um die große Ordnung zu schützen? Sind wir bereit, einen Tag, eine Nacht,
eine Woche auszuharren, hier auf diesem Platz beispielsweise oder anderswo, um zu zeigen, dass der Alltag nicht mehr so wichtig ist, wenn unser Land aus den Fugen gerät. Wir sind dazu bereit und ich bin überzeugt, dass wir so handeln müssen, absolut friedlich, entlang aller denkbaren Möglichkeiten und Ideen eines zivilen Widerstands. Wir müssen so handeln, weil die Politik nicht bereit ist, unseren Staat vor seiner Auflösung zu bewahren. Eines zu betonen ist mir dabei am Ende sehr wichtig. So wichtig, dass ich uns alle zu einer Distanzierung auffordere, was ich sonst nie tue. Wir alle müssen uns hier und heute von denjenigen distanzieren, die einen gewalttätigen Aufstand fordern oder sich daran berauschen, dass man zu den Waffen greifen könnte. Ich bitte euch dringend, wehrt solche Forderungen ab, verbietet solchen Aufliegern den Mund. Von Verrückten und von Provokateuren lassen wir uns nichts sagen. Unser Widerstand ist friedlich, das war ja immer, das wissen die Polizisten, die Politiker und die Medien, das weiß jeder, der hier schon einmal mit dabei war. Und es gehört zur Tradition von 1989, den dringend notwendigen Politikwechsel friedlich durchzusetzen. Geht es nämlich zunächst um einen Politikwechsel, eine friedliche Grundsicherung unserer Staatlichkeit. Alles andere folgt dann daraus. Dies ist eine gigantische Aufgabe, aber wenn ich nun über den Platz schaue und kein Ende sehe, dann bin ich zuversichtlich. Jeder von uns ist in der Lage, nach dem ersten, nun den zweiten, den dritten, den fünften Schritt des Widerstands gegen die Zerstörung unserer Lebensordnung zu machen. Und diese Schritte werden nicht vergebens sein. Unsere Lage entzieht sich jeder Berechnung. Keiner von uns weiß, was in 2, in 5, in 10 Wochen geschehen sein wird und wo sich die Aufgaben konkret zeigen. Für jeden von uns. Ich kann also keine Prognose geben, aber eines weiß ich ganz sicher und nach dem heutigen Abend mehr denn je. Unser Volk ist noch lange nicht am Ende und wir alle werden in den kommenden Monaten noch erleben, welche Kraft zum Widerstand dieses Volk noch hat. Jawohl! Ich danke euch und bin sicher, wir kommen wieder.